Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von einem recht alten Spiel. Ich will jetzt langsam wieder bei dem Konzept anfangen, dass wir ein langes Let's Play haben und nebenbei so ein paar kurze, weil aktuell bin ich durch mit der Aufnahme und fast auch schon mit dem Schnitt von A Plague Tale und Layers of Fear 2. Und weil als nächstes eigentlich Bioshock 2 kommt, dachte ich, können wir ja nebenbei ein paar kleine Projekte veröffentlichen oder verwirklichen, auf die ich eigentlich schon eine längere Zeit lang Bock hatte. Und dazu gehört The Stanley Parable. Ich habe ja vor ewigen Jahren, ich habe keine Ahnung, vor wie vielen, den Nachfolgerteil The Beginner's Guide gespielt und war halt mega begeistert und wollte eigentlich Stanley Parable so schnell wie möglich danach spielen. Und hier sind wir 150 Jahre später und spielen den ersten Teil endlich mal. Ich würde sagen, wir warten auch nicht länger, weil ich bin so mega gespannt, was es ist. Ich habe nie ein Let's Play davon gesehen oder sonstiges. Ich habe mal reingeschaut bei PewDiePie, glaube ich. Ich glaube, es war PewDiePie. Und das ist aber auch schon einige Jahre her, aber ich kann jetzt gerade nicht nachgucken, wie viele. Deswegen würde ich sagen, lassen wir uns nicht länger auf die Folter spannen und legen einfach los mit dem Spiel. Oh, das war schlagartig ruhig. Ich habe bis hierhin auch noch nicht geguckt, also ich habe nur den Startbildschirm bis jetzt aufgenommen. Mache ich sonst eigentlich nicht? This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Okay, wenn wir das machen, folgen wir ja quasi den Anweisungen, oder? Wartet mal. Okay, so bewegen wir uns. Alles klar, ganz stinknormal wie in jedem anderen Spiel. Ich möchte mich trotzdem umgucken. Können wir irgendwas nehmen? Das wäre übrigens genau mein Job. Ne? Ich liebe ja Fließbandarbeit. Sachen, bei denen man stundenlang das Gleiche macht, ist genau mein Ding. Also Kopf abschalten. Dabei würde ich am liebsten auch noch, keine Ahnung, Fernsehen gucken oder irgendwelche Videos oder Musik hören oder einen Podcast oder sonstiges und nicht nachdenken müssen beim Job. Geile Scheiße, ist genau mein Ding. Aktuell mache ich ja ganz das Gegenteil davon. Ich bin ja im IT-Business unterwegs und mache mein Job in der SAP Basissystemadministration. Windows, Linux, alle Datenbanken, ganze Scheiß, den man so kennt. Ja, da muss ich nachdenken, das ist schwierig. Und ich habe früher bei der AOK ja mal gearbeitet, darf ich das halt so sagen? Ich habe es jetzt gesagt, nur ist es zu spät. Und ich kann hier aber auch nichts bedienen, ne? Keine Tür oder sonstiges. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay. Und bei der AOK war es so ein bisschen, ich muss gucken, ob die Tür noch auf. Okay. Ich hätte gern so einen Punkt auf der auf dem Bildschirm, wo ich sehe, wo ich hinziele. Und bei der AOK war es so, der Job bestand aus zwei verschiedenen Varianten. Der eine Teil war die Kundenbetreuung, das heißt, ich habe mit den Kunden, Ja, lass mich mal weiter hart gucken. Who farted?
mit den Versicherten ist man dann in Kontakt gekommen. Die haben halt, also ich habe in der Abteilung Heilmittel und Fahrkosten gearbeitet. Das ist ein anderes schönes Wort für die Krebsabteilung, weil dort hauptsächlich Menschen hingekommen sind, die leider an... War irgendwas gerade am Bild? Ich habe keine Ahnung. Die leider an chronischen Krankheiten gelitten haben, was hauptsächlich Krebserkrankungen. Aber einer muss doch hier gewesen sein, wenn hier der PC an war, den ich gerade ausgeschaltet habe. Naja, ich habe auch nicht gesehen. Kann ich eigentlich zoomen oder sowas? Kann ich crouchen? Kann ich springen? Nee, geht alles nicht. Ich habe mir Gott sei Dank die Steuerung vorher nicht angeguckt, weil ich dachte, das wird jetzt hier nicht so wichtig sein. I like work. I just hate my boss. Achso, okay. Da könnte Smile draufstehen oder so. Ich bin mir nicht sicher. Geht auch nicht auf. Naja, und das war schließlich auch der Grund, warum ich dann gekündigt habe. Ich hasse Menschen. Nein, das war's nicht. Okay, ich kann noch nichts am Bild machen. Sondern die Schicksale der Menschen haben mich, boah, ist das hell, unglaublich mitgenommen. Aber das habe ich schon mal irgendwann anders erzählt, falls das jemanden interessiert oder so. Ich habe sowieso überlegt, eventuell ein Let's Play zu machen von House Flipper. Weil ich da auch mega Bock drauf hätte. Wir machen die PCs aus, hä? Ein bisschen Strom sparen. Aber anmachen kann ich nicht, ne? Nee. Be my Valentine. Oh, süß. Was? Irgendwas mit Fallen. How the... Wer? How the... Blabla have fallen. Kann's aber leider... Wait? Nee. Wicked? Mickey? Ich habe keine Ahnung, was das steht. Oh, ich bin auf einer Kiste. Geil. Und das war die Arbeit halt auf jeden Fall, die mit den Versicherten, wenn man ihnen ihre entsprechenden Bescheinigungen und sowas ausgestellt hat. Die halt... Okay, ist das gewollt? Die halt sehr abwechslungsreich waren. Username Access. Warum kann ich ihn nicht zoomen? Oh. E ist also auch bestätigen. Ist zu. Und die Fließbandarbeit ist gewesen, wenn man die Post und so bearbeitet hat oder Anträge, die halt schriftlich reingekommen sind von Ärzten auch. Und die habe ich gemocht. Die habe ich richtig gemocht. Weil man da die ganze Zeit das Gleiche gemacht hat. Du hast halt pausenlos die Nummern von Versicherten eingetippt. Und jede Sache hat einen Kürzel. Ich weiß die Kürzel jetzt ja nicht mehr, deswegen kann ich sie nicht wiederholen. Aber wenn man mit einem Krankenwagen bei einem Unfall oder so weggefahren wurde, musste das ja alles abgerechnet werden. Und das habe ich halt im Endeffekt auch gemacht. Neben den anderen ganzen Sachen wie Fahrten zum Krankenhaus, Fahrten zur Therapie, Fahrten zur Dialyse, die Kosten der Dialyse, die Kosten von Chemotherapien und so weiter und so fort. Das habe ich alles abgerechnet. Für meinen Kreis... Damals noch Berlin-Brandenburg. Ich habe trotzdem hier gewohnt, wo ich jetzt wohne. Aber habe trotzdem für Berlin-Brandenburg gearbeitet. Das ist ein komischer Raum. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Mhm, hat er das getan? Ich kann echt überhaupt nichts aufnehmen. Schöne Blume. Jetzt die Frage, sind wir rebellisch oder hören wir erstmal auf das, was wir tun sollen? Ich würde sagen, wir hören erstmal drauf. Ja, auf jeden Fall habe ich während der Abrechnungszeit halt dann auch immer Musik gehört, Videos gehört eher, weil geschaut ist ein bisschen schwierig, wenn du nebenbei Zahlen und so eintippen musst. Muss ich auch konzentrieren da drauf. Das ist der Meetingraum, hä? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Okay.
Rip Franz? Do not alter without consulting Whiteboard Manager. Ich hab einen Whiteboard Manager. Weekly Targets, Admin, IT Department, Weekly Review. Marketing Mondays, Termination Tuesdays. We are broke Wednesdays. Was für ein Ding? Merges? Rim? Rum? Keine Ahnung. Pranking Floor 5 Meeting. Das ist auch geil. Ups. Office Efficiency? Oder so? Financial Panic Meeting? Legal. Okay, was ist hier oben? 45. Private Time? Ist überhaupt eine 45? Ich weiß nicht. Boss Inspecting? Ideas und Development könnte das sein? What to do about 432? Okay. Don't tell 432 about me meeting. Okay. Group 4 und die ganzen Gruppen. This. Book. Block. Nee, this box is too small. 8 bird. Pre-review of weekend. Weekly review. Und office party. Teilweise ein ganz geiler Plan eigentlich. Tomorrow, complete today's unfinished agenda items, write next day's agenda, reflect. Employee. Warum haben die alle Nummern außer Jim? The future was yesterday, tomorrow is now. Okay. Not cost efficient. Standardize. Was ist das für ein Wort? Kannst du echt nicht lesen, ne? Ich kann aber auch nichts mitnehmen. Achso. Nichts mitnehmen von dem ganzen Kram. Profits. Das macht halt keinen Unterschied, ob ich's. Wo ist denn der Beamer? Ach, da oben. Ob ich es halt lese oder nicht, ne? Success, Plant Life, Trends in Nature, Mitosis. Talk Radio. Tips for not getting fired. Talk less. Okay. Monetize free to play. Ah ja. Whoa. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Ist hier wirklich nichts oder sagt er das, damit ich gehe? There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Ich glaube, hier ist wirklich nichts. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Okay, warum redest du dann so lange jetzt die ganze Zeit darüber? Maybe to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friends, you'll say, oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite. I hope your friends find this concerning. Okay.
Stanley was fat and ugly and really, really stupid. Was? He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Was? Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here, when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Dann würde ich mich dann nicht mehr bewegen. The responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. He or she has fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place at the computer, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Ihr realisiert ja gar nicht, dass ich laufe und sowas alles, ne? So, jetzt haben alle Epilepsie bekommen, die das Video geguckt haben. Ich würde es gerne herausfordern und versuchen, noch ein bisschen hier drin zu bleiben. Aber ich will euch ja auch nicht damit langweilen, dass ich 20 Minuten lang in einem Schrank stehe in einem Let's Play. Ah. Second player, it's good to have you on board. I guarantee you can't... Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Hmm. Lass uns erstmal beim Boss gucken gehen. Huch. Ja. Da ist zu. Ich passe nicht durch. Hier kann nur ein sehr schlanker Mitarbeiter mitarbeiten. Achso, nee, hier passe ich hin. Okay, was hier? Ich kann es nicht sehen, ich komme nicht hin. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Ich kann hier nichts anfassen die ganze Zeit, ne? Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Ich muss sagen, ich kriege hier ein bisschen Motion Sickness davon, also mir ist gerade echt schlecht. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Was stand eigentlich beim ersten Mal hier unten da? Ich habe nicht aufgepasst. Irgendwas mit End, glaube ich, war.
Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Das sieht beides cool aus. Mind Control Facility. Escape. Lass uns hier lang gehen. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Wirklich? Kann ich rennen? Nee. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Was ist das? Wir sind nicht tot. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Noch ein Stück, noch ein Stück. Oh shit. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Was? Warum hat denn jetzt der Stanley Parable? And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Ich mochte den Mann irgendwie mehr von der Stimme. Okay. Ach, hier kann man sich die Map quasi angucken. Dann ist Computer. Ach krass, den in der Mitte haben wir gar nicht gefunden. Den ersten und den dritten kennen wir nur. Okay.
Und die Credits? Fange ich wirklich von vorne an? Warzone? Was zur Hölle? Ich will das aber auch jetzt gar nicht alles angucken, weil ich mich gar nicht spoilern will, quasi. Ist das mein Zimmer? Ist alles meins, ne? Exit? Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Liebe Leute, bevor wir aber hier on-off drücken, würde ich sagen, machen wir erstmal eine Aufnahmepause oder so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.